Guten Abend miteinander. Ein Gärtner ist ein bisschen mit einem Modeschöpfer verwandt. Im Sommer muss er an den Winter und im Winter an den Sommer denken. Jetzt zum Beispiel ist schon wieder das Planen und das Vorbereiten der Frühlingsbeete aktuell, ob schon der Sommer, zumindest kalendarisch, erst seit ein paar Tagen vorbei ist. Die Aufnahmen aus dem bekannten Keukenhof in Holland zeigen schon jetzt, wie es dann in ein paar Monaten auch bei Ihnen im Garten wieder könnte aussehen. Von Anfang September bis Ende Dezember, aber noch vor dem ersten Frost, ist die beste Zeit zum Blumenzwiebeln setzen. Geeignet ist eigentlich jeder gut durchlässige Boden an einem sonnigen Standort. Dort werden die Zwiebeln mit dem Spitz nach oben ca. 7 bis 10 cm tief gesetzt und regelmässig in Farbgruppen oder auch gemischt, wie es einem am besten gefällt. Schon 1594, also vor fast 400 Jahren, sind in Holland die ersten Blumenzwiebeln angepflanzt worden. Heute werden sie dort im grossen Stil und mit modernsten Mitteln gezüchtet und exportiert. Nicht nur Tulpen übrigens, auch Krokus, Hyazinthe oder Osterglocken und alle die wunderbaren Lilien, Dahlien, Anemonen, Knollenbegonien und natürlich Gladiolen, die dann im Sommer hauptsächlich als Schnittblumen in alle Länder verschickt werden. Wir bleiben im Moment aber noch bei den Frühlingsblumen. Eine Vielfalt an gesunden und blühwilligen Sorten offeriert Ihnen Coop zurzeit nämlich sogar im günstigen Aktionsangebot. Noch weiter aus dem Norden als die Blumenzwiebeln, nämlich aus Norwegen, kommt der atlantische Rauchlachs, der jetzt neu bei Coop erhältlich ist. Die geschützten Fjords und das klare Wasser der norwegischen Flüsse sind schon immer die natürliche Heimat des Salmon Salar, dem atlantischen Wildlachs, gewesen. Bis man aus sonnigen Prachtsexemplaren von wilden Lachs den norwegischen Lachs konnte züchten, um ihn damit für alle erschwinglich zu machen, hat es allerdings jahrelange Forschung und viel Pionierarbeit gebraucht. Neben dem frischen Lachs ist bei uns der geräucherte Lachs eine beliebte Spezialität. Bei Coop bekommen sie ihn bereits vorgeschnitten. Und wenn sie ihn vor dem Servieren ein paar Minuten aus der Packung nehmen, kann sich das einmalige Aroma voll entfalten. Auch beim nächsten Angebot geht es um viel Aroma. Der Espresso Premio, die ausgesuchte Kaffeemischung aus 100%iger Arabica-Sorte, wird nach dem Rösten aromadicht versiegelt. Dank dem Ventilbeutel bleibt der Espresso Premio wesentlich länger frisch und behaltet so sein volles und kräftiges Espresso-Aroma. Vor dem Kaffee kommt aber ja bekanntlich noch das Essen. Das holen wir jetzt nach mit dem Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Das heutige Schweizer Rezept stammt tonusgemäss aus der deutschen Schweiz. Es ist ein St. Galler Lammvoressen. Verlangen Sie dafür beim Coop-Metzger Schultern oder Schigo. Das Fleisch kräftig anbraten, mit Pfeffer und Salz würzen, ablöschen und 30 bis 40 Minuten schmoren. Das habe ich hier schon gemacht. Während dieser Zeit Rüebli und Sellerie schälen, in Würfel und Stängel schneiden, die Härtöpfel rüsten und würfeln. Das Gemüse dem Fleisch zugeben und noch weitere 20 Minuten schmoren. Zum Schluss einen Esslöffel Mehl mit wenig Wasser anrühren, dazugeben, damit die Soße ein bisschen besser durchbinden, aufkochen und abschmecken. Zu dem St. Galler Lammvoressen passt sehr gut der grüne Salat. Und wenn Sie das Rezept möchten ausprobieren, finden Sie es in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Gerade anschliessend noch ein paar besonders günstige Angebote. Tolle Techstar-Kindersachen offeriert Ihnen Coop diese Woche besonders günstig. Zum Beispiel diese Gore-Jeans gibt es für nur 19 Franken. Alle Joghurt an 180 Gramm sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und die knusprigen Kellogg's-Produkte 1 Franken günstiger. Zum Beispiel 375 Gramm Kellogg's Frosties gibt es für nur 3,60. Das Kilo Uva Italia-Trauben bekommen Sie für nur 2 Franken. Und das ist Coop-Jubiläumsangebot. 400 Gramm Goldstar Fischsticks gibt es für nur 3,20. Mit diesen Angeboten, die Sie sicher gut brauchen können, sind wir auch schon fast am Schluss der heutigen Sendung. Ich möchte Sie nur noch schnell auf die Äpfelpost aufmerksam machen, die ab sofort in allen Coop-Läden zum Gratis-Mitnehmen bereit liegt. Auch in dieser neuen Herbstnummer stehen wieder interessante Informationen über Schweizer Äpfel und wie immer lustige Rezepte. Auf Wiedersehen miteinander und noch einen schönen Abend.